ist immer was. Oh, ist das? Nail Polish Remover, Nagellackentferner. Super mild. Die oberste Schublade geht nie auf. Okay, da ist auch nichts drin. Hier liegt aber eine Note. Eine dreckige Taschenuhr aufgenommen. Es wurde mit einem schwarzen Fischschiff drüber gemalt. Kurze Nachricht. Walter, kannst du meine Uhr reparieren, wenn ich weg bin? Sieht so aus, als ob sie feststeckt. Oh. Und Arlene hat überall drüber gekritzelt. Aber ich kann es nicht abkriegen. Kannst du mir damit helfen? XOXO. Also Küsschen, Küsschen. Ah, okay. Mushroom. Der einen wieder gesund macht. Okay, haben wir noch mehr hiervon? An wen auch immer es kümmert. Ich weiß nicht, was in diesem Raum abgeht. Aber der Gestank ist unerträglich. Mach, dass es weggeht. Ich bitte dich drum. Deswegen die Fliegen. Kommen jetzt einfach wieder zurück. Drei. Okay, ich gehe mal durch den geheimen Raum und guck, was da passiert. Same side. How did you get in here? I was traveling to meet my friend who lives here. As I was driving into town, a heavy fog came down and the town felt very empty. In fact, I haven't met anyone since I drove into the town. Well, until now. I went inside and saw this thing. I wanted to get out of this building, but I couldn't. Every door and window was somehow locked. I decided to hide in here and boarded up the room. I just found a way in. You can leave through the apartment behind the barricade at the end of the corridor. Oh, thank God. But this town is full of monsters. You should find a safe hiding spot. Any suggestions? Yeah. There is this tourist information center. It was boarded up nicely and seemed way safer than this place. Okay, I will meet you there. Oh, yeah. And one more thing. I found this key. I couldn't find a use for it. Maybe you will. I'll get going now. Okay, wir haben einen Schlüssel erhalten. Ich weiß nicht, wofür er ist. Geh du mal. Oh, Entschuldigung. Okay, eine Note. Eine Note. Einige Türen sind mit... Okay, das haben wir schon. Das Touristencenter besuchen. Und The Madman's Room, das hatten wir schon.
Achso, das war das hier wahrscheinlich. Objectives. Das. Okay. Wofür könnte der Schlüssel wohl sein? Also sie war in dieser Stadt, um jemanden zu besuchen, hat sie übrigens gesagt. Und plötzlich kam der Nebel auf und sie hat sich hier versteckt. Und ich bin der erste Mensch, den sie auch sieht. Und dann hat er vorgeschlagen, dass sie sich im Touristencenter zu verstecken. Da es da viel sicherer ist. Könnte ja jetzt jede Tür sein, ne? Vielleicht diese mit dem Zettel drauf. Seems to stuck. Okay. Okay, jetzt sieht's auch anders aus hier. The horrid pyramid thing is red. Edgeless water on the red right lies dead. Yellow any neighbors like not. In its four walls is going to rot. The fourth one a company always enjoyed. Between two other it is deployed. Definitiv ein Rätsel. Aber für was? Farben zu tun, würde ich sagen. Okay, Fahrstuhl können wir, glaube ich, vergessen. War hier noch eine abgeschlossene Tür irgendwo? Ich glaube nicht. Okay, gehen wir mal hoch. Ebene 3 haben wir dann noch. Die jetzt auf ist. Ne, die war vorher schon auch schon auf. Kann ich hier nicht benutzen. Ist ja geil. Okay. Da kommen wir eine Ebene runter. Appendix from the Unacknowledged History. Ah, ein Teil der Unacknowledged History. Also das Buch, was wir da im Keller gefunden haben. Während meinem ersten Aufenthalt in Eldritch Cove habe ich einige morbide Gerüchte überhört über ein Apartment Building. Ich habe mich entschlossen, dort einzuziehen und es zu untersuchen. Tag 1. Das erste ungewöhnliche Ding. Das komische Leute in dem Gebäude rumlungern. Der Aufzug geht nicht höher als der erste Flur. Ironisch. Tag 3. Einer der Nachbarn hat behauptet, dass der Verwalter oder Superintendent, ja, Hausmeister, taub ist. Was Anfragen angeht, was diese Shelved People angeht, also diese Leute, die da sind in dem Flur. Tag 4. Es gab viele verrückte Geräusche in der Nacht. Ich glaube, ich habe sogar einige Chanting gehört. Ich weiß nicht, was Chanting ist. Tag 10. Ein fauler Gestank von Verwesung dominiert. Ist im zweiten Flur. Der Hausmeister sagt, dass seine Arme gefesselt sind. Also seine Hände sind, ihm sind die Hände gebunden
wenn das Problem aufgekommen ist. Tag 21. Ich habe die Quelle der komischen Geräusche ausfindig gemacht. Es ist ein Apartment auf der dritten Ebene. Tag 23. I eavesdropped on that. I leavesdropped on that apartment. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich, hat er fallen gelassen auf dem Apartment. Oder keine Ahnung, was das heißt. Eavesdropped. Es war irgendeine Art von Lektüre. Verwickelt mit unverständlichen Formeln oder sowas. Irgendjemand hat darüber geredet, das geopferte Fleisch und die Wuring-Energie. Tag 31. Der Hausmeister arbeitet auch im Krankenhaus. Sein zweiter Job ist Leichen. Corpse Disposal. Leichenbeschauer oder sowas? Wir durchsuchen hier alles. Wir durchsuchen. Oh, da hängt was. Oder nicht? Oder doch? Hängt was, aber hängt halt. Okay, wir kommen runter in dieses Apartment. Oh, hier, Schädel. Mal sehen, wofür wir das brauchen. Ob wir das noch brauchen für irgendwas. Ich bleib erstmal hier oben. Kann ich nicht benutzen. Okay, hier haben wir noch einen Madness Wisdom Schädel. Und der Aufzug, wo wir nicht weiterkommen. Mal gucken. Aber hier kommen wir hin. Aua. Oh. Ah, ist das dieser stinkende Raum hier? Müssen wir fegen? Einfache Technik, um getrocknetes Fleisch herzustellen. Getrocknetes Fleisch unter natürlichen Temperaturen. Humidity und Zirkulation der Luft ist die älteste Methode, um Fleisch zu konservieren. Es basiert auf der, ja, nach und nach Dehydration der Fleischstücke. Warme, trockene Luft mit einer niedrigen, wahrscheinlich Feuchtigkeit von ungefähr 30% und eine sehr kleine Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht sind optimale Konditionen, damit das Fleisch trocknet. Wie auch immer, Fleisch zu trocknen kann auch mit einem guten Ergebnis unter eher schlechten Umständen erzielt werden. Kleinen Schlüssel aufgehoben. Deswegen stinkt das hier so komisch. Das war der Fleischraum. Okay, stuck. Hier geht's hoch. Wofür brauchen wir den kleinen Schlüssel? Wofür brauchen wir den kleinen Schlüssel? Wofür brauchen wir den kleinen Schlüssel? Beide Schlüssel sind nicht dafür. Vielleicht für einen Schrank oder so? Okay, das war der Fleischraum. Seems to be stuck. Gibt's hier noch irgendwas? Einen kleinen Schlüssel für gebrauchen könnten? Halt eher nach einem Schrank aus, der abgeschlossen ist oder so. Okay. Die Uhr im zweiten Flur. Am Ende des Korridors sieht komisch aus.
Scheinbar eine Uhrzeit. Wir müssen die Uhrzeit einstellen. Oh. Ah. Ein Geheimgang. Aber auf wie viel Uhr müssen wir sie stellen? Gemalt. Vielleicht müssen wir die reinigen und sehen die Uhrzeit. Dann wissen wir, welche Uhrzeit wir einstellen müssen. Ah, aber wo reinigen sie? In der Badewanne. In der Badewanne. Ich konnte die nicht mit Wasser... Ah, warte mal. Wir haben noch hier... Ah, okay. Ich habe das gekritzelte. Es ist um 9.25 Uhr stehen geblieben. Ah, sehr gut. 9:55 Uhr. Rätsel gelöst. Oha. Ein grünen Stab aufgehoben. Ist da drin? Ja, ich gehe ja schon ran. You've met my friends, haven't you? Das ist meine Freunde getroffen, ne? You aren't the first one to aid me in the search. Hopefully you will be the last one. If you aren't, though, you will be corrupted after a time, like the other ones. Okay. Oh. Fleisch. Jetzt die Schlüssel noch. Was haben wir hier gefunden? Ein grüner Stab. Das ist ja ein cooles Bild. Irgendwie. Okay, ich gehe nochmal oben gucken. Hier ist auch noch ein Telefon. Jetzt haben wir noch den Pilz, diese... Madman's Knowledge und Madman's Wisdom. Anscheinend kann man damit was anderes machen. Ah, wir müssen diese Stäbe einsetzen. Die müssen wir hier irgendwo einsetzen. Okay. Ja, ist dasselbe Rätsel wie in Amnesia. Wir brauchen 6 Stäbe. Okay. Oh, müssen wir alle hier lösen? Was wir oben noch finden. Ob es da noch mehr Türen gibt. Oh, kleiner Schlüssel fürs Schloss natürlich. Oh, krass, ey. Okay. Der blaue Stab. Das sieht aus wie verdorbenes Obst. Was zur Hölle ist das? Hm. Okay. Eine Note. Ein Teil A2 Anhang von der Unknowledge History. Ich habe etwas getan, was vielleicht exzessiv wirkt. Ich habe mir Zugang zum Dach verschafft. Ich konnte ansehen, was in einigen Räumen des dritten Flurs passiert. Eines Nachts habe ich gewartet, bis ich die merkwürdigen Geräusche gehört habe, die aus diesem Apartmentraum kommen. Ich bin zum Dach gegangen und habe einen Teil davon abgemacht oder sowas. Auf diesem Weg konnte ich sehen, achso, vom Dach, einen Teil des Daches abgemacht. Auf diesem Weg konnte ich durchsehen, durch die, konnte ich durch die Himmels,
Lichter sehen. Wie ich erwartet hatte, ist der Raum ein okkulter Ort oder so. Sie scheinen zu einem Gnordabbauen, also einen Gnordabknochen anzubeten, der vor einem Bild platziert wurde, das aus meiner Sicht nicht meiner Sicht war. Ich kann nur raten, welche Gottheit sie verehrt haben, aber ich habe Angst, diesen verfluchten Namen niederzuschreiben. Ich habe nicht viele Rituale gesehen von Beten und Opfergaben. Die Betten auf dieser einen Seite sehen nicht so aus, als ob sie fürs Schlaf gedacht sind, weil jeder ist gegangen, als sie fertig waren. Oh, okay, Opfergabe. Ja, ich verstehe. Skinless One is working from beyond comes again. It's coming. Climb the highest tower. Kletter den höchsten Turm hoch. Durch die Tore. Das Innere hat mir gefallen. Ich schmelze von innen oder sowas. Ich zerfließe von innen. Sicky, sicky. Noch diese Ach, das ist bestimmt der Schlüssel für den Nebenraum für das Touristencenter. Ist natürlich die Frage, ne, ob wir hier jetzt diesen Schädel noch mal anschmeißen oder einfach zurück zum Touristencenter gehen, wenn das denn möglich ist. Aber ich denke, wir müssen hier erstmal etwas lösen. Okay, hier vielleicht noch den Schlüssel. Ah, der ist für diesen Raum. Na, sowas. Okay. Okay, hier hat sich was verändert. Der Raum hat sich wieder verändert. Eine Figur gefunden. Und wir kommen jetzt in einer Ebene höher. Stairs. Das war vorher nicht so. Ah, hier ist wieder die Hand. Hier können wir wieder unsere Insanity benutzen. Erledigt.